Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, gibt es heute ein Try a Chapter, den zweiten Teil. Den ersten Teil verlinke ich euch hier oben. Da habe ich 5 Liebesromane angelesen und euch die vorgestellt und meine Meinung dazu gesagt. Und heute möchte ich das gleiche mit meinen Fantasy-Romanen gemacht. Ich habe mir in dem Zuge des letzten Try a Chapters schon einige Leseproben runtergeladen. Die habe ich jetzt alle noch auf meinem Kindle und die werde ich jetzt, beziehungsweise ich werde mir gleich 5 Bücher aussuchen. Nach und nach, ich schaue einfach, welche ich da drauf habe und worauf ich gerade am meisten Lust habe oder was mich gerade am meisten interessiert. Das werde ich euch dann vorstellen. Ich werde das Ganze wieder im Vlog-Stil halten. Das heißt, die Kamera bzw. dieser Bildausschnitt wird sich im Laufe des Videos auch mal verändern, weil ich eben noch andere Dinge zu tun habe und in meiner Pause werde ich dann eben mal eine Leseprobe lesen, was ja meistens nur so ein Kapitel beinhaltet. Das kriege ich ganz gut unter. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben schon gesagt habe. Ich habe mir die 5 Bücher vorher nicht ausgesucht, sondern werde das einfach ganz spontan machen und schauen, welche Leseprobe ich auf dem Kindle habe und worauf ich gerade am meisten Lust habe. Das erste Buch habe ich mir schon rausgesucht. Übrigens werde ich euch alle Bücher wieder in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch den Klappentext dort lesen, falls ich euch zu wenig gesagt habe, falls ich vergessen habe, was dazu zu sagen, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich habe mir das erste Buch ausgesucht und zwar ist das Götterherz von B.E. Pfeiffer aus dem Sternsand Verlag. Ich habe aus dem Sternsand Verlag bisher noch nichts gelesen, allerdings habe ich aber ein Buch hier und hier hat mich das Cover einfach angesprochen. Auch ein Teil vom Klappentext, weil das nämlich in Griechenland spielt und ich habe mein Herz an Griechenland verloren. Und ich werde euch jetzt einfach mal ganz kurz zu sagen, worum es geht. Und zwar ist Penelope in einem Familienurlaub in Griechenland und dort durchlebt sie eben seltsame Träume. Sie befindet sich jedes Mal in ihren Träumen an einem bedrohlichen Ort voller Monster und es erscheint immer wieder der gleiche mysteriöse Mann und verteidigt sie gegen diese Kreaturen. Ja, als sie dann auch diesen Mann im Wachenzustand trifft, blitzen ihr die Erinnerungen aus einem früheren Leben in ihr auf. Auch an ein Versprechen von Unsterblichkeit, an eine Liebe, die Jahrtausende überdauert hat und an eine uralte Rivalität zwischen zwei Göttern. Und einem davon gehört ihr Herz eben doch schon so lange und allerdings muss sie nun um ihn kämpfen, um ihn und ihr eigenes Leben von Göttervater Zeus zu retten, weil das eben bedroht wird. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal lesen und euch dann mitteilen, wie mir das Buch gefallen hat, beziehungsweise das erste Kapitel gefallen hat. Vom Buch kann ich ja noch nicht sprechen. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und auch nach einer Geschichte, die mir wirklich gut gefallen kann. Göttergeschichten habe ich jetzt noch nicht so arg viel gelesen, außer Percy Jackson, die ersten 2 Teile. Beziehungsweise die habe ich ja gehört, aber ich glaube, das waren so meine einzigen Göttergeschichten. Zumindest kann ich mich gerade an nichts anderes erinnern. Ich bin sehr gespannt. Und dann sind es auch noch die griechischen Götter, was ich sehr, sehr gerne mag. Ich lese jetzt und melde mich dann wieder. Ihr Lieben, da bin ich wieder. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Gelb mit dem Grün in meinem Hintergrund so gut passt. Aber egal, jetzt ist es sowieso zu spät. Und ich liebe Gelb sowieso. Deswegen würde ich den Pullover anziehen, egal ob er zum Hintergrund passt oder nicht übrigens. Ja, ich bin wieder zurück, bevor ich jetzt bald zum Sport gehe. In einer Stunde bin ich beim Sport, wollte ich noch ein Buch lesen oder beziehungsweise eine Leseprobe lesen. Und ich habe mir vorab auch schon ausgesucht, welches Buch das ist. Und zwar, jetzt muss ich sie auf meinem Kindle wieder suchen, Schwärmt die liebe Angie vom Kanal Wurzelleser, verlinke ich euch hier oben im i, dann könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen. Sie macht richtig, richtig tolle Videos. Ich schaue eigentlich jedes Video von ihr. Nicht nur eigentlich, ich schaue jedes Video von ihr. Und sie schwärmt von Ava Reeds Mondprinzessin so. Ich weiß tatsächlich gar nicht so genau, worum es hier geht. Ich werde mich einfach mal darauf einlassen. Vielleicht kann ich euch danach ein kleines bisschen mehr erzählen. Es ist erschienen im Drachenmond Verlag. Von dem Verlag habe ich bisher auch noch nichts gelesen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde es jetzt lesen und werde mich dann gleich wieder bei euch melden und euch berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant von innen aus. Das Buch kostet übrigens im Kindle-Shop 3,99 €. Ich werde es mir aber, wenn ich es dann haben will, auch wieder als Printausgabe kaufen, weil das Cover so schön ist. Ich bin ein Cover-Opfer, aber ich glaube, das kennen viele einfach. Wenn die Cover schön sind, will ich sie auch unbedingt hier haben. Und vor allem, wenn das Buch da ist. Und ich finde es übrigens sehr, sehr süß. Hier auf dem Mond sitzt ja das Mädchen und nebendran sitzt ein kleiner Waschbär. Das ist so süß. Ich mag es
Sehr, sehr gerne. Also ich lese jetzt mal und melde mich dann gleich wieder bei euch. Da bin ich auch schon wieder zurück. Das ließ sich unglaublich schnell lesen. Bevor ich aber euch sage, wie mir das Buch gefallen hat, beziehungsweise die ersten zwei Kapitel hier gefallen haben, sage ich euch ganz kurz, worum es geht. Ich habe hier nämlich den knappen Text und ein paar Informationen zu dem Buch aufgemacht. Und zwar geht es um Lynn, die wir, ja, ich sag gleich, was ich gelesen habe. Es geht um Lynn, die an ihrem Geburtstag auf ihrer Haut auf der Haut ihres Unterarms ein Sternbild abzeichnet und die einzelnen Punkte leuchten und sie versucht eben das Ganze zu verstecken. Das funktioniert aber nicht so ganz so gut, weil dann nicht nur die Sterne auf ihrem Arm leuchten, sondern auch sie selbst anfängt zu leuchten. Und ja, ab dem Zeitpunkt ist eben nichts mehr, wie es war. Denn dunkle Schatten jagen sie, die Wächter des Mondes, und dann begegnet sie eben Yuri, der ihr erzählt, dass sie eine Prinzessin ist und kein Waisenkind. Und auch wenn sie ihm anfangs nicht glaubt, folgt sie ihm dann eben trotzdem und stellt sich ihren Verfolgern und Yuri verliebt sich in ihn. Sie ist einem Prinzen versprochen, aber tatsächlich nicht ihm. Ja, das steht hier so in dem Klappentext. Ich glaube, ich konnte das ganz gut so zusammenfassen. Und jetzt ganz kurz, was ich eben gerade gelesen habe. Ich habe eben schon gesagt, das Buch lässt sich unfassbar schnell lesen. Anfangs kam ich erst irgendwie gar nicht rein, als ich in der Geschichte drin war, was man ja eigentlich nach zwei Kapiteln noch gar nicht so richtig sagen kann, aber ich war einfach schon in dieser Geschichte drin. Ich wollte am liebsten schon weiterlesen, weil mich das Buch schon so gefesselt hat und es sich so gut lesen ließ. Das Buch ist aus zwei Sichten erzählt, einmal aus Yuris Sicht und einmal aus Lins Sicht, zumindest im ersten und im zweiten Kapitel ist das eben so. Wir befinden uns an zwei unterschiedlichen Orten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch und ich glaube, das könnte mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal genauer anschauen, wenn ich ein paar Bücher fertig gelesen habe. Das war eigentlich auch schon alles, was ich zu dem Buch zu sagen habe bisher. Die zwei Bücher, die ich gelesen habe, die gefallen mir sehr gut. Sie sind sehr unterschiedlich, was mir aber doch sehr, sehr gut gefällt. Ich finde Fantasy-Bücher immer wieder sehr spannend. Ich bewundere auch immer die Autorinnen, gerade von guten Büchern oder Autorinnen und Autoren von guten Fantasy-Büchern, wie sie auf diese Ideen kommen, weil ja, ich bin zwar schon kreativ, ich habe auch viel Fantasievermögen, würde ich behaupten, aber so eine Geschichte dann zu schreiben und zu konstruieren und zu planen und das letztendlich dann bildlich zu schreiben, ich finde es einfach nur faszinierend. Ich freue mich auf dieses Buch und ich freue mich auch auf das andere Buch, was ich schon angelesen habe. Und ich denke, als nächstes werde ich mir Iskari von Kirsten Cicerelli schnappen. Das ist der erste Band. Aber das werdet ihr dann entweder später sehen. Ich glaube, da ist aber schon zu dunkel. Oder wenn es später nichts mehr wird, dann auf jeden Fall morgen. Denn morgen werde ich das Ganze weiter drehen, damit ich die fünf Bücher euch alle vorstellen kann. Und ich freue mich sehr darauf. Ich werde übrigens am Ende dieses Videos noch mal kurz was zu der Abstimmung sagen, die ich am Anfang des Videos angesprochen habe. Oder habe ich das nicht angesprochen? Auf jeden Fall wollte ich am Ende des Videos eine Abstimmung machen, wo ihr abstimmen könnt, welches Buch ich mir als nächstes zulegen soll und so schnell wie möglich lesen soll. Vielleicht lese ich es auch aus der Bibliothek, das werde ich dann einfach alles sehen. Aber da werde ich am Ende des Videos noch mal was dazu sagen. Hallo ihr Lieben, neuer Tag, neue Leseproben. Ich habe auf jeden Fall eben gerade Iskari, der Sturm naht, gelesen von Kirsten Cicerelli, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Davon hatte ich ja gestern schon erzählt, dass ich das auch lesen möchte und das habe ich jetzt eben gerade gelesen. Ich sage euch ganz kurz, worum es geht. Und zwar geht es um Asha, die als kleines Kind Kozu zu sich lockte und das war eben einer der mächtigsten Drachen oder der mächtigste Drache. Dieser gab dann eben vor, ihr Freund zu sein und dann flog er eben auf und vernichtete mit seinen Flammen Ashas Heimatstadt. Und irgendwie wurde sie dann zur Iskari, eine Drachentöterin. Und die größte Prüfung steht ihr noch bevor. Ich habe keine Ahnung, wie ich das am besten zusammenfassen soll. Denn ihr Vater ist König und der stellt ihr ein Ultimatum. Entweder befreit sie das Land endgültig von Kozu oder sie muss den ihr verhassten Yarik heiraten. Ja, Kozu ist aber unbesiegbar und der Kampf mit ihm selbst ist für einen Iskari viel zu schwer. Doch Asha ist nicht allein, denn plötzlich stellt sich jemand an ihre Seite. Jemand, der sie noch nicht einmal ansehen dürfte. Chovin, der geheimnisvolle Sklave Yareks.
Ich zeige euch einmal ganz kurz das Cover, damit ihr das auch mal seht. Und zwar ist das das Cover, aber die Bücher sind wie gesagt alle auch in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr euch das Cover nochmal angucken, weil das spiegelt schon sehr extrem. Das ist ein bisschen schwer, immer mit dem Kindle zu zeigen. Ja, ich habe das gerade eben gelesen. Drachengeschichten sind jetzt nicht ganz so arg meins. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe die ersten zwei Kapitel gelesen hier drin jetzt. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich zu diesem Buch stehe. Es hört sich jetzt auf jeden Fall erstmal ganz spannend an und auch relativ interessant. Es ist auf jeden Fall sehr gut lesen und die Begriffe, die drin vorkommen, die werden auch alle erklärt, sodass man dem Ganzen auch folgen kann, weil das ist ja bei Fantasy-Büchern manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich finde, da funktioniert es eigentlich ganz gut. Die Autorin hat das ganz gut irgendwie gemacht, sodass man das auch einfach gut verstehen kann. Wir haben hier jetzt auch schon Escher oder Ascher, keine Ahnung, wie man das ausspricht, kennengelernt und ebenso auch den Sklaven von Jarek haben wir kennengelernt, Torvin ganz kurz nur. Ja, ich weiß, wie gesagt, noch nicht so genau, was ich von dem Buch halten soll, ob ich das Buch lesen soll oder nicht. Sehr wahrscheinlich werde ich mir das in der Bibliothek ausleihen und dann lesen, weil ich glaube, kaufen möchte ich es mir nicht. Dazu finde ich, glaube ich, Drachengeschichten. Also ich weiß halt eben nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat. Und dann kann ich mir da vielleicht eine Meinung machen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob mir das gefallen könnte oder nicht, weil Drachengeschichten. Ich habe zwar bisher nur eine Drachengeschichte gelesen, die mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber vielleicht ist ja Iskari auch einfach besser und anders. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Und von den ersten zwei Kapiteln ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ob einem das Buch gefallen könnte oder eben nicht. Weil. Ja, der Anfang hört sich meistens ja doch relativ interessant an, was aber zur Mitte hin vielleicht doch nicht mehr so ist. Ja, finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Ihr könnt mir, wie gesagt, eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Ich werde mir jetzt das nächste Buch raussuchen und lesen. Und zwar wird mein nächstes Buch sein, was ich anlesen möchte, Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche von Mary Lou. Ich habe ja ihre Legend-Trilogie schon gelesen, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf diese Reihe. Ich kann euch auch hier ganz kurz mal sagen, worum es geht. Ich habe mir das ja schon ein paar Mal durchgelesen, aber ich vergesse sowas immer relativ schnell. Okay, ich werde euch mal ganz kurz sagen, worum es geht. Dann werde ich das lesen und euch berichten. Und zwar geht es hier um Adelinas. Und ja, ihre Haare verfärben sich über Nacht von Schwarz in Silber. Sie hat nämlich ein mysteriöses Blutfieber überlebt, ist die Tochter eines reichen Kaufmanns gezeichnet und von der Gesellschaft auch noch verstoßen. Ja, die Krankheit hat ihr aber nicht nur die strahlende Zukunft genommen, sondern auch übernatürliche Kräfte verliehen. Und Adelina ist nicht die Einzige, denn die Gemeinschaft der Dolche wird vom König gejagt und gefürchtet. Und mit ihren unerklärlichen Fähigkeiten sind sie imstande, ihn vom Thron zu stürzen. Und dazu benötigen sie Adelinas Hilfe. Ich finde, der Klappentext sagt jetzt nicht so viel, deswegen bin ich sehr gespannt, ja, was ich in den ersten zwei Kapiteln, nehme ich an, schon erfahren werde. Und ihr könnt mir, wie gesagt, auch zu allen Büchern eure Meinung in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr darüber freuen, und ob euch das Buch gefallen hat oder nicht. Würde mich auch an der Stelle sehr interessieren, weil wenn ihr nämlich sagt, das Buch oder ein Buch von den fünf euch sehr, sehr gut gefallen oder vielen von euch gut gefallen hat, dann werde ich das bestimmt irgendwann als nächstes lesen. Ja, ich poche also auf eure Meinung und ich lese das jetzt und melde mich dann gleich wieder. Ach, Leseproben lassen sich immer so schnell lesen. Ich habe jetzt Young Elites gelesen, beziehungsweise die ersten zwei Kapitel gelesen. Ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen, weil ich lese ja nur die Leseproben. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum die Mehrheit sagt, dass Adelina ein unsympathischer Charakter ist. So ein bisschen hat man das Ganze schon mitbekommen, man hat aber jetzt noch nicht viel von der Geschichte mitbekommen. Ja, dass ich dazu irgendwie großartig was sagen könnte. Ich bin auf jeden Fall super gut in der Geschichte drin gewesen. Ich konnte mir alles richtig, richtig gut bildlich vorstellen. Es war gut beschrieben, aber auch nicht zu ausschweifend. Ja, nicht zu ausgeschmückt, aber eben so, dass man sich den Ort oder die Orte gut vorstellen konnte. Und man hat halt eben auch schon einen guten Einblick auf Adelinas Charakter bekommen. Ich werde mir das Buch sehr wahrscheinlich auch niemals kaufen, sondern eher in der Bibliothek ausleihen. Die haben das auch schon da, das habe ich auch schon gesehen. Da werde ich bestimmt irgendwann in Zukunft mal den ersten Teil ausleihen. Aber es ist jetzt kein Buch, was ich
unbedingt lesen müsste, genauso wie Ikari. Da würde ich dann eben Götterherz oder Mondprinzessin vorziehen. Aber ihr könnt mir, wie gesagt, auch hier einfach wieder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich, wie gesagt, sehr darüber freuen. Und ich suche mir jetzt das letzte Buch aus für dieses Dry A Chapter. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches ich nehmen werde. Das ist nämlich ein Buch, was mich vom Cover her einfach schon so sehr angesprochen hat. Und ich habe das gesehen und wollte es einfach lesen, um zu wissen, worum es genau geht. Und zwar ist das Das Mädchen aus Feuer und Sturm von René Adi. Ich finde das Cover unglaublich schön. Es ist super mädchenhaft. Ja, ich mag es einfach sehr gerne. Und ich werde euch jetzt einfach mal den Klappentext vorlesen, damit ihr genau wisst, worum es geht. Ich habe es nämlich, wie gesagt, auch schon wieder vergessen. Und zwar geht es um Mariko, Tochter eines hochrangigen Samurai, weiß, dass sie ihre Zukunft nicht selbst bestimmen darf. Sie ist klug und erfinderisch, aber eben ein Mädchen. Mit 17 wird sie dem Sohn des Kaisers versprochen, doch auf dem Weg zu ihrer Hochzeit wird ihr Geleitzug vom berüchtigten schwarzen Clan vernichtet. Mariko überlebt als einzige und nutzt ihre Chance, dem vergebenen Pfad zu entkommen. Dem vorgegebenen Pfad zu entkommen. Als Junge verkleidet schmuggelt sie sich unter die Banditen. Zum ersten Mal in ihrem Leben erntet sie Anerkennung und sie verliert ihr Herz ausgerechnet an den Feind. Ich glaube, es gibt so ein ähnliches Buch auch schon mal. Ich weiß aber nicht, wie das Buch heißt und von wem es geschrieben ist. Aber die Story her klingt sehr ähnlich. Also gerade einfach den Punkt, dass sich ein Mädchen als Junge verkleidet, weil sie eben als Junge mehr Anerkennung oder das machen darf, was sie als Mädchen eben nicht machen darf. Ich werde das jetzt Ganze einfach mal lesen und euch dann meine Meinung zu diesen ersten zwei Kapiteln sagen und wie mir das Buch gefallen hat. Rein optisch würde ich es mir auf jeden Fall ins Bücherregal stellen, weil es einfach sehr hübsch ist. Das letzte Buch für dieses Video, beziehungsweise die letzten zwei Kapitel für dieses Video, habe ich nun auch gelesen. Das Mädchen aus Feuer und Sturm von René Adi mit einem wunderschönen Cover, welches ich euch jetzt hier nicht nochmal zeige, weil das sowieso die ganze Zeit blendet. Ja, ich konnte auch aus diesem Buch jetzt nicht so viel erfahren, womit ich glaube ich meine Probleme haben werde, die ich jetzt nämlich auch schon hatte, war mit den Namen, weil das sind sehr ähnlich klingende Namen und keine typischen Namen wie Daniel, Peter, Günther oder sowas, sondern eben andere Namen. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen und wenn ich das soweit habe, komme ich glaube ich auch mit den Namen ganz gut zurecht. Ich kannte jetzt auch wirklich nicht viel erfahren irgendwie. Der Schreibstil ist auf jeden Fall ganz nett. Ich war direkt in der Geschichte drin, sofern man das nach zwei Kapiteln sagen konnte. Der Anfang hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich glaube, das Buch wird irgendwann in diesem Jahr vielleicht auch noch bei mir einziehen. Ich bin einfach mal gespannt. Viel mehr habe ich zu dem Buch auch gar nicht mehr zu sagen. Ich hatte dieses Mal auch wieder wirklich viele gute Bücher dabei, die mir alle eigentlich ganz gut gefallen haben. Bei dem einen oder anderen, wie bei Iskari und Young and Leeds. Bin ich mir, wie gesagt, noch nicht so sicher, ob ich sie lesen soll oder nicht. Wahrscheinlich werde ich sie lesen und mir einfach in der Bibliothek ausleihen. Da muss ich sie mir nämlich nicht kaufen. Aber Götterherz und Mondprinzessin will ich auf jeden Fall lesen. Die will ich auch in meinem Bücherregal stehen haben. Und bei dem Buch von René Adi, das würde ich, wie gesagt, eigentlich auch super gerne lesen und hier in meinem Bücherregal stehen haben, weil mich die Geschichte eigentlich doch schon sehr anspricht. Und ich glaube, sowas habe ich auch noch gar nicht gelesen. Ich packe euch einfach mal eine Abstimmung jetzt hier oben rein. Da könnt ihr abstimmen, welches Buch ich mir als nächstes zulegen und lesen soll. Wie gesagt, entweder kaufe ich es mir oder ich leihe es mir in der Bibliothek aus, aber das ist ja auch erstmal egal. Ja, stimmt einfach ab für das Buch für dass ihr euch entscheiden würdet oder wo euch meine Meinung irgendwie interessiert, dann werde ich das nämlich irgendwie beim Besorgen oder ausleihen, wie auch immer. Und das war's dann auch von dem Video. Wenn ihr solche Videos nochmal sehen wollt mit anderen Genrebüchern, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich das sehr gerne mal machen. Ihr wisst ja, denke ich mal, grob, welche Bücher ich gerne lese. Also eigentlich lese ich nur Liebesromane und Fantasy-Bücher. Das ist so das Genre, was ich gerne lese. Bei Thrillern, die lese ich ab und zu auch mal ganz gerne, aber ich tue mir tatsächlich meistens ein bisschen schwer, einen guten Thriller zu finden. Ja, soweit zu dem Punkt und ich würde sagen, das war's jetzt. Schreibt mir gerne euer Feedback, Kritik, was auch immer in die Kommentare. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!